und ganz herzlich willkommen bei Einfach Yummy. Ja, heute wird gebacken und passend zur Advents- und Weihnachtszeit gibt es heute einen leckeren Glühweinkuchen. Natürlich verwende ich da meinen selber hergestellten Glühwein. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, setze ich es euch natürlich gern nochmal hier oben in die Infocard. Dann könnt ihr euch nochmal informieren, wie schnell und einfach der Glühwein herzustellen ist. Und er schmeckt so, so lecker. Tausendmal besser wie gekaufter. Also schaut da unbedingt nochmal vorbei. Und wir brauchen jetzt für unseren leckeren Kuchen, den ich in der Kastenform backe. Meine Form hat 30 cm Länge, dass ihr wisst, welche Größe ich jetzt verwende. Brauchen wir folgende Zutaten. Ich schreibe euch alle Zutaten wie immer unten in die Infobox, auch die ganze Zubereitung. Und wir brauchen jetzt folgende Zutaten. Zum einen etwas weiche Butter, Nüsse, Eier, Salz, Zucker, Kakao, Zimt, Glühwein oder Kinderpunsch, Mehl, Backpulver und falls ihr einen Guss machen mögt, könnt ihr nochmal Zucker und Glühwein oder Kinderpunsch für den Guss verwenden. So, als allererstes könnt ihr euch jetzt den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze schon mal vorheizen. Das habe ich getan, meiner läuft schon und ich werde meine Kastenform, wie gesagt 30 cm, einmal einfetten. Ich mache das mit meinem Backtrennspray. Geht super schnell, super einfach. Mache ich am liebsten. Ihr könnt natürlich auch Butter nehmen und das Ganze damit einfetten. Aber ich finde das Backtrennspray einfach genial. Geht schnell, einfach, ist eine saubere Sache. Das haben wir jetzt schon mal erledigt. Wir fangen jetzt mit dem Teig an. Und dafür kommen jetzt 150 Gramm Nüsse, ganze Nüsse, wenn ihr welche habt, in den Mixtopf. Ich habe hier schon gemahlene Nüsse. Ich verwende heute Haselnüsse. Ihr könnt aber auch gemahlene Mandeln nehmen oder wie gesagt ganze Haselnüsse oder ganze Mandeln. Die gebt dann bitte in den Mixtopf, macht den Deckel drauf und zerkleinert sie 10 Sekunden auf der Stufe 7. Füllt sie wieder um ins Schälchen, dass wir die zerkleinerten Nüsse schon mal startklar dastehen haben. Und ihr müsst dann euren Mixtopf richtig, richtig gut spülen, weil wir jetzt Eischnee schlagen. Und ihr wisst ja, wenn ihr Eiweiß zu Eischnee schlagen wollt, dann muss der Mixtopf absolut sauber, fettfrei sein. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Deswegen habe ich mir dieses gespart. Mein Mixtopf stand nämlich vorher in der Geschirrspülmaschine. Dann weiß ich, er ist blitzeblank. Und deswegen habe ich einfach gemahlene Nüsse verwendet. Zum einen habe ich mir das Spülen gespart und zum anderen weiß ich, ich bin auf der sicheren Seite, dass der Eischnee wirklich funktioniert. Und für den Eischnee setzen wir uns jetzt als erstes den Rühraufsatz ein und geben 6 Eiweiß in den Mixtopf. Ihr müsst also ganz am Anfang 6 Eier trennen. Das Eigelb brauchen wir auch noch. Und das Eiweiß wird jetzt zu Eischnee geschlagen. Also kommt alles hier in den Mixtopf rein. Zusammen mit einer Prise Salz. So, Deckel aufsetzen und 2 Minuten und 30 Sekunden auf der Stufe 3,5 schön zu Eischnee schlagen. Ja, der Eischnee ist herrlich steif geworden, wie immer im Thermi. Funktioniert einfach 1A. Jetzt entferne ich den Rühraufsatz, kurz etwas abklopfen und fülle den Eischnee in eine Schüssel um. Mixtopf dabei gut auskratzen. So, den Eischnee stelle ich kurz zur Seite. Hole mir meinen Thermi wieder her. Und gebe jetzt 250 Gramm weiche Butter in Stücken in den Mixtopf. Achtet da wirklich drauf, dass die Butter schön weich ist. Das ist also ein ganzes Päckchen Butter. Dann 250 Gramm Zucker. Und die 6 Eigelb von den 6 Eiern, die wir insgesamt getrennt haben. So, Deckel wieder aufsetzen und das Ganze lassen wir jetzt schön cremig rühren und zwar 1 Minute 30.
bei 37 Grad auf der Stufe 5. Danach einmal alles Hochgespritzte hier vom Rand runterschieben. Und jetzt gebe ich die gemahlenen Nüsse von vorhin dazu. Wie gesagt, bei mir waren es gemahlene Haselnüsse, 150 Gramm. Dann 2 Esslöffel Backkakao. Ein halber Teelöffel Zimt. Darf natürlich nicht fehlen. Bei mir sowieso nicht. Ihr wisst ja, ich liebe Zimt. 150 Gramm Mehl. Ich nehme jetzt Weizenmehl Type 405. Dann ein Päckchen Backpulver. Das vermische ich gleich ein bisschen mit dem Mehl. Und der Glühwein darf nicht fehlen. 70 Gramm kommt dazu. Ihr könnt natürlich auch Kinderpunsch nehmen. Falls ihr jetzt keinen Alkohol trinken wollt oder dürft oder Kinder mitessen und ihr auf der sicheren Seite sein wollt, nehmt einfach einen alkoholfreien Kinderpunsch. So einen Fruchtsaft kennt ihr ja alle. Und das funktioniert genauso. Und jetzt vermischen wir das Ganze 25 Sekunden auf der Stufe 5. Das sieht schon lecker aus. Oh, das muss ich euch zeigen. Schaut mal. So sieht der Kuchenteig schon aus. Richtig lecker. Ich schiebe nochmal alles, was hier hoch ist, hochgespritzt ist, runter. Hängt ja noch so ein bisschen Mehl und Ei, dass wir das wirklich alles im Kuchen drin haben und nichts vergeudet wird. Das wäre ja wirklich schade. Und jetzt kommt noch Eischnee dazu. Den fülle ich hier einmal mit rein. So, und lass das jetzt 30 Sekunden auf der Stufe 3 unterrühren. Gegebenenfalls müsst ihr vielleicht den kleinen Messbecherdeckel abmachen und ein bisschen mit eurem Spatel nachhelfen. Das werde ich jetzt gleich sehen. Ich habe mir 30 Sekunden eingestellt, werde jetzt auf Stufe 3 drehen und schaue dann mal, ob der Eischnee schön runtergezogen wird oder ob ich vielleicht etwas nachhelfen muss. Ja, ich glaube, es ist besser, wenn ihr ein bisschen nachhelft. So, ich glaube aber, ich muss noch mal ein bisschen mit dem Spatel nachhelfen. Schaut mal, der Eischnee sitzt schon noch relativ weit hier oben. Deswegen mache ich das jetzt einmal noch so, dass ich den Eischnee unterhebe, bis mir die Konsistenz gefällt von meinem Teig. Jetzt gefällt mir das Ganze. Schaut mal. So lasse ich das jetzt. Nun habe ich hier kurz Platz, schiebe den Thermi einmal zur Seite, hol mir die vorbereitete Backform, meine Kastenform und fülle den Teig hinein. So, mein Teig wandert jetzt in den Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für circa 50 bis 55 Minuten. Habt aber ein Auge drauf, ihr wisst ja, jeder Backofen backt ein bisschen anders. Wenn ihr unsicher seid, könnt ihr auch gerne die Stäbchenprobe machen. Und wenn nichts mehr am Stäbchen hängen bleibt, dann wisst ihr ja, der Teig ist durch. Also bis gleich! Hier ist der fertige Glühweinkuchen, gerade frisch aus dem Backofen rausgeholt. Den werde ich jetzt natürlich erstmal abkühlen lassen. Dann könnt ihr ihn, wenn ihr wollt, nur noch mit Puderzucker bestreuen oder ihr macht genauso wie ich noch einen Guss. Und falls ihr da Lust drauf habt, sehen wir uns gleich wieder. Meine Lieben, der Kuchen ist abgekühlt. Ich habe ihn aus der Form geholt. Er riecht schon so fantastisch lecker. Aber jetzt gibt es noch
den Guss, den wollen wir ja auch noch zusammen zubereiten. Dafür brauchen wir jetzt 200 Gramm Zucker. Den Mixtopf habe ich sauber gemacht. So, 200 Gramm. Und den verarbeiten wir uns jetzt erst zu Puderzucker. Und zwar zerkleinern wir ihn dafür 15 Sekunden auf der Stufe 10. So, den Deckel leicht abklopfen, vorsichtig öffnen und den Puderzucker vom Deckel kratzen. Aufklopfen, dann ist alles ab. Ich zeige ihn euch auch noch mal ganz kurz. So sieht er aus. Und jetzt kommt noch entweder Glühwein oder ihr nehmt Kinderpunsch. Und davon brauchen wir jetzt 3 Esslöffel. Ich nehme meinen selber gemachten Glühwein. 1, 2, 3. Nur noch kurz vermischen, 20 Sekunden lang auf der Stufe 3. Danach einmal kontrollieren, ob die Flüssigkeit ausreichend war, ob meine vielleicht noch einen Tick zu fest ist. Das solltet ihr auch machen. Einfach mal mit dem Spatel schauen. Ich glaube, er ist ganz okay. Er soll ja auch nicht zu flüssig sein. Ja, meiner ist jetzt so in Ordnung. Ich mache mir hier ganz kurz Platz. Jetzt hole ich mir den Kuchen, stelle ihn hier so drauf. So, ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Dann kommt der Guss drüber. Und dann sollte der Guss ein bisschen runterlaufen und trocknen. Ja, und dann könnt ihr ihn schön verzieren. Und fertig ist der Glühweinkuchen. Meine Lieben, ich hoffe sehr, euch hat das Rezept gefallen. Gebt mir sehr gerne ein Däumchen nach oben. Abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren. Und falls ihr Lust auf weitere leckere Rezepte jetzt bekommen habt, schaut sehr gerne einmal hier vorbei. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.